Ja, hallo liebe Leute, zur 10. Folge New Cycle. Heute werden wir, ja was werden wir denn machen? Wir werden weiter upgraden auf jeden Fall. Mal den Laden hier starten. Ja, da haben wir wieder niedrige Arbeitskraft, weil wir hier zwei Handwerker rausgenommen haben, die jetzt irgendwo anders sind. Wir sollten eventuell, dass das immer voll besetzt ist. Ich glaube, da wird schon einer ausgebildet. Habe ich wieder vergessen zu drücken letztes Mal. Kann sein, dass ich das wieder vergessen habe. Ja, und dann werden wir heute Sachen upgraden, denke ich. Wohnhäuser sind wichtig. Wir haben 17 freie Leute. Da müssen wir dann sowieso mal gucken, wie wir mit dem Essen weitermachen. Vielleicht ist auch ein weiterer Kohlhof nochmal sinnvoll. Weil ich glaube, mit dem Bauernhof können wir noch nichts anfangen. Ne? Der stellt zwar... stellt rohe Nahrung her, Getreide, aber das können wir noch nicht brauchen. Das brauchen wir dann vermutlich für die angemessenen Mahlzeiten, die hier kommen. Aber die haben wir noch gar nicht erforscht. Wir erforschen aktuell die erzwungene Haltbarkeit. Jetzt Hilfe. Wo waren wir denn? Ah, hier unten. Genau, Zinnerz, Zinnbarren und die Windanlage. Das ist wunderbar. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir an die Bronzebarren kommen. Bronzebarren hilft uns nämlich, um unsere Brunnen aufzuwerten. Dafür brauchen wir nämlich jeweils 26 Bronzebarren. Dann gibt es nämlich mehr Wasser, weil mein Wasser verschwindet. Wo geht denn das ganze Wasser hin, um Gottes Willen? Wir haben bald keins mehr. Hilfe? Wir werden erstmal die Wasserrationen halbieren. So. Das müsste dann schon mal dazu führen, dass es wieder mehr wird. Und dann müssen wir mal gucken. Bei den Lebensmitteln sieht es ähnlich aus. Da müssen wir überall nochmal aufstocken. Ich werde jetzt erstmal runterdrehen auf regulär. Ich meine, regulär ist ja noch völlig in Ordnung. Ne? Also man muss ja nicht drin schwimmen. Und dann warten wir erstmal, bis sich das geupdatet hat, vernünftig. Und dann haben wir hier noch eine Gießerei hingestellt. Kupfer soll die keine machen, die soll Eisen machen, weil da wollten wir mehr Werkzeuge machen, ne? Weil Werkzeuge auch, haben wir nicht viele, werden immer weniger, ne? Dann machen wir hier nochmal dreimal Eisen, da müssen wir dann wieder gucken, ob das mit dem Zinnerz passt. Und dann brauchen wir nochmal einen Schmied, denke ich, der, kriegen wir den da hin? Sind die Steine im Weg da hinten? Nein, da sind die Steine im Weg. Verflucht. Ach nee, das ist ein Eisenvorkommen. Ja, dann gucken wir, ob wir hier noch eine Straße durchkriegen. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Hier vielleicht? Zwischendurch? Nee, ne? Zu eng. Da geht's nirgends mehr zwischendurch. Brrr. Dann bauen wir es halt hier drüben hin. Da geht es auch hin. Gucken wir mal hier. So, ich denke... so geht das. Stellen wir das da hin. Dann werden da nochmal Werkzeuge gemacht. Und dann brauchen wir eigentlich theoretisch auch nochmal ein Sägewerk. Ne? Weil das mit dem Holz hier dann nicht reicht. Oh... ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Kann man das nicht auch schon upgraden irgendwie? Nee. Dann müssen wir auch wieder nach Holz gucken, wenn wir noch ein Sägewerk bauen. Also das wird schon interessant. Auf Dauer. Packe ich mal hier hin. Mach dann noch ein Stück Straße davor. So. Dann baut mir das mal auf, meinetwegen, liebe Leute. Dann kriegen wir die Leute da noch ein bisschen verteilt. Das Wasser wird immer noch weniger. Nee, das müsste jetzt wieder mehr werden. Ja, wir müssen jetzt dann dringend gucken, dass wir an die Schmiede kommen. An die Schmelzhütte natürlich. Wir können sie sogar schon bauen, die dann Kupferbarren herstellt. Das werden wir auch tun. Das Training ist abgeschlossen für den Handwerker. Das ist sehr gut. Ich stelle die hier runter. Weil hier ist auch die Mine. Die braucht bestimmt Schweinestrom, ne?
450, ja, okay, wir müssen erst. Ja. Wir müssen erst wieder mehr Windkraft bauen. Ach, herrje. Wir warten mal kurz, bis die Forschung durch ist. Das geht noch 10 Stunden. Wir gucken mal, ob wir unsere Windanlagen dann upgraden können. Aber vermutlich braucht man dafür auch Bronze oder Zinn. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und dann bauen wir hier mal das Ding auf. Können wir mal noch ein paar mehr Werkzeuge machen, übergangsweise. So. Das müsste eigentlich aus... müsste sich ausgehen. Ja, jetzt ist natürlich Eisenerz wieder knapp. So, da ist die Windanlage und das Zinnerz mit den Zinnbarren. Jetzt gucken wir doch mal nach. Upgrade einer Windanlage. Ich wusste es. Ich wusste es. Also müssen wir noch viel mehr bauen, ne? Also müssen wir noch viel mehr Windanlagen bauen. Ich guck mal, ob ich noch ein paar schöne Orte finde für Strom. Hier unten geht doch bestimmt noch irgendwas, oder? Guck mal hier. Na, es ist nicht so berauschend. Oh, hier ist vielleicht... Hier stehen doch schon welche. Da stehen doch schon welche. Da machen wir halt mal noch ein paar dazu. So. Bauen wir hier nochmal 4 Stück hin. Strom ist schon knapp. Warum ist der Strom jetzt knapp? Weil ich noch ein Sägewerk gebaut habe, ne? Holz. Machen wir auch 5 Mann rein. So, da war das die Schmiede hier hinten. Ja, die braucht 80 Strom. Oh wei. Oh wei. So, und dann müssen wir... Hier haben wir immer noch Bauzeit von... Ich hätte dieses Wartungsgebäude nie bauen dürfen. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Ich nehme hier mal einen raus. Und pack den mal in das Wartungsgebäude. Dass endlich mal dieser Debuff weg ist. Gut, und Carla und ihre Gemeinschaft ist ja unterwegs. Da kommen dann nochmal 20 Mann und Frau. Ich denke, damit kommen wir dann erstmal hin. Wasser ist jetzt halbwegs stabil. Essen auch. Damit können wir erstmal leben, denke ich. Wichtig wäre jetzt einfach, dass wir unsere Brunnen erweitern können. Und dafür brauchen wir den Schmelzofen. Oder die Schmelzhütte. So, die stelle ich mal hier hin. Können sie auch aufbauen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir noch Eisenerz irgendwo hinkriegen. Und Speerdrupp 1 hat was gefunden. Er hat Erz gefunden. Das ist doch schon mal ganz schön. So, wo ist er denn unterwegs? Hier unten. Dann schicke ich ihn einfach noch weiter hier runter. Und Speerdrupp 2. Ah, okay, der ist auch bald da. Was gibt's denn hier? Boah, ist das riesig, ey. Boah, wir müssen... wir brauchen auch mehr Häuser, ne? Wir haben immer noch Obdachlose, oder? Ja, Wohnraum ist immer noch minus 8. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ne, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eigentlich müssten wir... Ne, reicht gerade knapp nicht, ne? So ein verflixter Mist. Ja, wir können wieder upgraden. Macht es Sinn? Nee. Oder? Ich meine jetzt... Das kostet einen Haufen Zeug. Für 2... Moment mal. 45 Ziegelstein, 10 Eisenbarren, 15 Glas und 10 Draht. Und wenn ich ein Wohnhaus baue, kostet das das Gleiche. Wir haben dann aber 12 Plätze frei und nicht bloß 2, ne? Das ist ja frech. Kriege ich das hier rein? Nur hier, ne? Sonst ist die Kaschemme im Weg. Ja, dann baut halt hier noch ein Wohnhaus hin. So, die Windräder sind abgeschlossen. Das reicht aber gar nicht, ne? Wir haben jetzt 450 Strom. Die Schmelze braucht 450. Dann kommt noch das Wohnhaus, was 95 braucht. Und brauchen wir noch mehr Windräder.
Oh Gott, Zinn haben wir noch keins. Ja, das wird jetzt spannend. Hier gibt es halt kaum. Gibt es hier hinten noch irgendwo sinnvoll Strom? Wir müssen, glaube ich, wirklich diesen Kohlereaktor bauen allmählich, weil das ist. Das wird ziemlich wild hier jetzt. Habe ich da alles drin? Nee. Kriege ich gar nicht mehr, oder? Nee. Kriege ich nicht. Naja, das eine Windrädchen wird hoffentlich reichen. Erstmal für das Wohnhaus. Endloser Bedarf an Eisen. Sehr gut. Das bedeutet, okay, du hast das Ge Ge Gebiet hier? Nee, noch nicht. Hier ist noch was. Gehst du dahin? So. Ja, wir müssen noch mal in die Forschung gucken, ob wir da jetzt noch was tun können. Das haben wir gemacht. Jetzt kommen wir nach da hinten. Da brauchen wir einen Haufen Papier, ne? Ja, oder Draht. Da kommt der Kohlegenerator. Den können wir gleich erforschen. Drei Draht noch. Dann haben wir den Kohlegenerator. Das ist ziemlich gut. Den werden wir als nächstes erforschen. Vielleicht löst das auch unser Stromproblem. Dann gucke ich kurz in die Schmelze. Ihr macht dann bitte Bronzebarren. Oh, da können nur Handwerker arbeiten. Okay. Oh. Auch das noch. Okay, wir haben die 30 Draht. Dann gebe ich mein Papier erstmal hier aus. Forschung beginnen für den Kohlegenerator. Und dann haben wir hier einen zumindest mal und müssen noch einen machen. Training beginnen. So. Dann können wir hier zumindest mal einen reinsetzen. Der macht jetzt zumindest mal. Achso, wir haben gar kein Kupfererz. Wir haben kein Zinnerz. Und Zinnerz gibt es hier nicht, oder? Doch. Dann müsst ihr jetzt mal ein bisschen Zinn produzieren. Ich packe hier jetzt mal noch mehr Leute rein. So. Müsst ihr mal Zinn produzieren. Jetzt warte mal, ich mache den noch mal raus. Ich guck mal, für Zinnerz brauchen wir. Okay, für Zinnbarren brauchen wir nur Zinnerz. Und für Bronzebarren brauchen wir Kupfererz und Zinnerz. Da haben wir 600. Da haben wir nix. Okay. Aber das kriegen wir jetzt. Gut. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Wir gehen auch gleich wieder in den Winter. Das macht es auch nicht besser. Oh Gott, Hilfe. Es wird allmählich wirklich unangenehm. Hier sind drei Leute drin, da gibt es überhaupt keine Pilze mehr. Hier hat es noch Pilze, aber auch nicht mehr allzu viele. Wie sieht es denn da hinten aus, bevor der Winter kommt? Oh, da ist schon der Winter. Okay, dann ist es egal. Dann ist es wirklich egal. Hier werden Steine geklopft. Wo ist denn? Das ist es, ne? Da kannst du auch die Pilzsammler rausnehmen. Ja. Ja, wohin mit den ganzen Leuten jetzt wieder? Die können jetzt auf jeden Fall erstmal hier hinten möglichst schnell, möglichst viel Zinnerz machen. Da kommt nämlich nicht so viel. Nicht genügend Ressourcen. Ah, hier gibt's überhaupt kein Zinnerz. Ah, verflucht. Hier gibt's Eisenerz. Hier gibt's Kohle. Kupfererz. Und Eisen. Oh, hier gibt's überhaupt kein Zinn. Oh nein, dann macht er halt Kohle. Weil wir kriegen gleich den Kohlegenerator. Oh nein. Ja gut, dann brauchen wir jetzt. Oh Gott, Hilfe. Ich werde jetzt erstmal den einen, der mit Pilzen arbeitet, schnell auf Gemüse stellen. Weil es gibt keine Pilze mehr. Gibt auch kein Gemüse mehr, aber wir haben zumindest ein bisschen was im Lager. So, und dann müssen wir vielleicht doch nochmal. Die braucht auch 300 Elektrizität. Leute. Wo soll man denn den Strom hernehmen, um Gottes Willen? So, hier hinten gibt es auf jeden Fall noch was. Das könnten wir mal erforschen. Vielleicht ist hier irgendwo Zinn. Kriegen wir das so gebaut, dass wir alles drin haben? Nicht so richtig, ne? Doch hier. Nee.
So vielleicht. So, jetzt habe ich doch alles drin, oder? Ich sehe 4 Linien. Ja, da haben wir alles drin. Bauen wir mal hier hin. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo Zinn. Ich weiß, das Ding braucht auch Strom, aber zur Not schalte ich halt die andere Mine erstmal ab, bis wir unsere Windkraftanlagen oder bis wir den Ofen haben. Vielleicht ist auch das eine Lösung. So, und dann müssen wir hier natürlich einen Weg dran bauen, wenn er mich lässt. Nicht so richtig, ne? Hier. Ist das zu nah? Training abgeschlossen, das ist gut. Hier nicht. Hier geht's. Okay. Nein! Oh, vergessen, Shift zu drücken. So, jetzt aber. Wo schließen wir den Quatsch denn an? Ach ja, hier vorne. Wunderbar. Das geht nicht, weil... Hindernis im Weg? Was ist in deinem Weg? Ach so, da steht ein Gebäude. Dann machen wir es so. Sehr gut. Training ist abgeschlossen. Das heißt, den können wir auch in die Mine stecken da hinten. Für maximal Kohle. Wer weiß, wofür wir es gleich brauchen. Und dann kommen wir aktuell weder an Bronze noch an Zinnbarren. Dann bauen wir jetzt halt mal diese Mine auf und gucken, ob wir damit irgendwie hinkommen. Wir haben immerhin mal wieder die perfekte Wartung abgestaubt. Das ist ja auch was. So, das Ding ist im Bau. Das ist schön. Dann knallt uns wieder der Strom weg. Aber was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Essen Hammer, Wasser wird jetzt auch wieder besser. Das ist gut, aber jetzt ist dann bald Carla da mit ihren 20 Leuten. Die können natürlich gleich in die Mine... hier ist so rot, ne? Ist immer noch Feuer irgendwo, oder? Da scheffeln 10 Leute Sand, ist das? Ja, und Sand sind wir voll am Limit. Weil wir 2 Glasproduktionen haben. Wir haben über 700 Glas. Das ist ja immerhin schon mal ganz gut. Klamotten passen auch mit Ach und Krach. Draht. Ja, geht so. Ist nicht das Highlight, aber geht so. Wie ist es denn jetzt mit dem Wohnraum? Haben wir das im Griff jetzt? Ja, den Wohnraum haben wir jetzt erstmal wieder im Griff. Allerdings wäre es halt trotzdem gut, wenn wir weiter diese Gebäude upgraden, wenn wir das Material dazu haben. Ach so, nein, das braucht ja Strom. Oh. Jetzt sind wir gleich schon wieder im Strom-Minus. Können wir gleich noch Windrädchen bauen. Wir kriegen nur bald keine mehr hin, weil hier alles voll ist mit Windrädern. So, hier dazwischen vielleicht, aber der... Hier, komm, bau doch hier mal noch. Noch 2 hin. Wir brauchen dringend diesen Kohlereaktor. Er ist gleich fertig. Noch 5 Stunden. Ich hoffe, man braucht dafür keine Barren. Ich hoffe, ich kann das Ding einfach bauen und es erzeugt mir dann am besten 5000 Strom. So stelle ich mir das irgendwie vor. Aber wahrscheinlich musst du da tonnenweise Kohle reinkippen und kriegst nichts raus. So, minus 200. Das ist jetzt natürlich wieder... Wo haben wir die Mine gebaut? Hier. Wir müssen jetzt erstmal diese Sachen hier... Boah, das ist so teuer, ne? Analysieren. Wo sind denn die Dinger? Hier. Analysieren. Wo waren sie noch? Hier oben. Analysieren. Und hier ist noch eins. Analysieren. So. Hoffen wir, dass wir hier irgendwo Zinn finden. So, jetzt haben wir die Forschung abgeschlossen, oder? Wir stehen davor, Neuland zu betreten. Nach sehr langer Zeit werden wir wieder in der Lage sein, Strom aus fossilen Brennstoffen zu erzeugen. Von nun an sind wir nicht mehr vom Wind abhängig. Gott sei Dank. Ich mache 3 Kreuze. Es ist fast alles bereit für den Bau des ersten kohlebetriebenen Generators. Erinnert mich ein bisschen an Frostpunk jetzt. Diese Konstruktion erlaubt eine Stromerzeugung im großen Stil, auch wenn sie stetig Treibstoff brauchen wird. Plötzliche Ausfälle könnten uns zugrunde richten, besonders wenn unsere Infrastruktur von Kohle abhängig ist. Wir müssen Kohlevorkommen finden und abbauen und dann sehen, wie viel wir langfristig lagern können. Okay, ich muss mir erstmal 1200 Kohle anschaffen. Wir haben 474 im Moment. Aber die Mine arbeitet voll besetzt mit Vollgas an Kohle. Wie viel Kohle gibt es hier nochmal?
86.293. Das ist ordentlich. Und wir haben ja auf der Weltkarte noch jede Menge Kohle gefunden. Das können wir ja auch irgendwann abbauen. So, der Kollege ist hier fertig. Dann hier hoch. So. Wir müssen auch noch Medizingetränke machen. Gut, damit können wir jetzt erstmal nichts anfangen. Jetzt warten wir noch auf die 20 Leute von Carla. Und gucken, ob wir damit dann hinkommen. So, ich müsste doch jetzt eigentlich Versorgung. Stufe 2, Lagerhalle, Kohlegenerator. 200 Draht brauchen wir dafür. Den kriegen wir zusammen. Und dann können wir eigentlich ein erzeugt Elektrizität. Das hat jetzt oberste Priorität. Das hat jetzt aber alleroberste Priorität. Wo ist die Mine? Hier unten. Da wird aber noch analysiert. Ja, da wird noch analysiert. Ich bin mal gespannt, was sie finden. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Leute rein dann. Ich meine, wir haben noch 4 Mann übrig. Die können ja im Zweifel mal anfangen, ein bisschen Zinnerz abzubauen. Weil wenn der Kohlegenerator jetzt den Strom erzeugt, dann ist die Windanlage gar nicht mehr so relevant. Dann würde ich lieber gerne die Brunnen zu Wasserpumpen machen. Das wäre mir lieber. Und wir müssten sie dann wahrscheinlich auch ein bisschen verschieben. Dass ein Brunnen... Ne, obwohl, es ist eigentlich nicht nötig. Denke ich. So, was haben die hier gefunden? Ja, da haben sie wieder Erzadern gefunden. Das ist genau das, wonach wir suchen. Erz und Kohle und anderes. Na wunderbar, dann ist das Gebiet vollständig erkundet. Es gibt überall Erz. Das ist mega gut. Und dann gehst du weiter hier runter. Immer weiter weg. Das ist wirklich schon richtig weit weg, aber gut. So, ja, wir haben echte Stromprobleme. Was bedeutet das eigentlich? Da ist die Produktion verlangsamt, ne? Das gilt natürlich auch für ein Draht, richtig? Ja, Arbeitskraft 85. Geht noch, geht noch. Wir können ja nochmal ein einzelnes Windrad bauen irgendwo. Um zumindest diesen Minus mal wegzukriegen. Warum? Nein! Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Jetzt habe ich 30 Draht verballert. Ah, das stand noch auf Stufe 2. Ich habe die Windanlage ausgewählt. Und die kostet irgendwie 65 Draht. Und wenn du es abreißt, obwohl es noch nicht mal angefangen wurde zu bauen, kriegst du nur die Hälfte zurück. Das heißt, ich habe jetzt einfach 30 Draht das Klo runtergespült. Durch die Aktion. Das war auch jetzt weniger klug. Naja. Essenstechnisch 274 produzieren wir. Da können wir mal gucken. Halt, hier sind wir falsch. Naja, 296 ist zusätzlich, das ist zu viel. Aber wir müssen dann doch irgendwann gucken, ob wir jetzt hier nicht doch nochmal irgendwo Essen finden. Ja, hier hinten hat es nochmal jede Menge Pilze. Ich glaube, das wäre gut. Die kriege ich die alle rein? Nee, aber fast. Gut. Dann drehe ich das Gebäude einmal ein bisschen. Hier unten ist Straße. Dann machen wir hier nochmal einen Pilzsammler. Dann bauen wir nochmal eine weitere Suppenküche. Oh Mist, ich komme hier nicht durch. Zu eng. Ja. Na, das macht nichts. Dann bauen wir hier drumherum. Und hier ran. So, huh. Komm her. Wieso baut er nicht? Hä? Jetzt. Wir gucken uns mal kurz schnell Jahr 6 an. Das passt. 718 Geburten. 89% Auffrischung. Das ist super. Die Wasserbilanz ist schlecht. Ja, das ist mir schon aufgefallen. So, und jetzt kommt eine Gemeinschaftsbitte. Jeden Tag überschreiten wir eine neue Grenze, um menschenwürdig leben zu können. Chief, wir wissen, wie bedeutend Papier für unsere Entwicklung ist und wir möchten freigebiger damit umgehen können. Ein Tagebuch führen, gritzeln, Notizen anfertigen, es kann mehr als uns nur die Arbeit zu erleichtern. Es kann uns für uns alle von Vorteil sein, ein Medium zu haben, mit dem wir uns ausdrücken können. Möglicherweise öffnen sich uns dadurch in Zukunft sogar neue Möglichkeiten und Horizonte.
Plus 15% permanent Effekt, Papierverteilung. Ja, aber das verbraucht dann Papier, ne? Macht aber 15% Wissenszuwachs. Das ist die Frage, ob man das überhaupt braucht, ne? Wissen haben wir doch eigentlich gerade genug. Das ist eigentlich nicht das Problem. Und ich weiß halt jetzt nicht, wie viel Papier der da verballert, ne? Ach, wir probieren's aus. Wir finden's raus. Wir gucken gleich mal, was die Kneipe da jetzt verballert. 16 Papier pro Tag. Und was wird produziert? 90. Ja, das ist okay. Das ist okay. So, Moment. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir haben jetzt nämlich Frühling. Das heißt, wir müssen als allererstes die Pilzsammler wieder voll machen. Und zwar alle überall. Wir brauchen 5 Leute mehr. Will ich die jetzt aus der Kohleproduktion rausnehmen? Eigentlich nicht, aber... Carla ist wann da? Oh, sie ist da. Willkommen. Da sind sie ja. Das kommt gerade recht. Das kommt gerade recht. Hier, können wir gleich Pilze sammeln. So, da hinten habe ich doch irgendwo das Ding gebaut, oder? Hier irgendwo, da. Ist noch im Bau. Okay. Da könnt ihr Pilze sammeln. So, und was hat jetzt das Ding hier unten analysiert? Was gibt's hier eigentlich? Ah, der macht Holz. Da gibt's aber auch nicht mehr viel Holz. Was ist das? Oh, es gibt hier überhaupt kein Eisenerz mehr. Da habe ich nicht aufgepasst. Guck mal an. Wir haben hier alles Eisenerz abgebaut. Das ist nicht gut. Das ist auch komplett abgebaut, so wie es aussieht. Was ist das? Abreißen? Nein, ich will es nicht zerstören, aber es ist doch aufgebraucht, oder? Ja, da gibt es kein Eisen mehr. Oh, oh. Wo gibt es noch Eisen? Hier gibt es noch Eisen. Sag mir bitte, dass hier schon so ein Gebäude steht. Ich glaube nicht, ne? Okay. So, bitte hier schnell. Wir brauchen Eisen. Den Pilzsammler habe ich jetzt voll gemacht. Ich habe wieder nicht aufgepasst, ne? Ach, der ist noch im Bau. Okay. So, und was haben wir hier jetzt für Erz analysiert hier unten? Was ist rausgekommen? Kupfer? Eisen? Eisen? Na toll. Zinn! Hier gibt's Zinn! Okay, okay. Zinnproduktion. Wie viele Leute haben wir? 18 Stück. Auf geht's. Bitte produzieren Sie Zinn. Das ist wichtig. So, 988 Kohle. Das heißt, wir haben gleich einen ordentlichen Kohlevorrat. Was ist das da eigentlich? Ach, das ist der Friedhof. Ist da schon jemand drin? Nö. Ist noch nie jemand gestorben bei uns? Na gut, wir sind auch erst im Jahr 7. So, und hier ist das Ding wahrscheinlich gebaut, oder? Nee, ist noch im Bau. Gut, dann ist aber da oben der da fertig. Da werden noch mehr Pilze gesammelt. Und dann werden wir jetzt noch eine weitere Suppenküche brauchen. Ja, die arbeitet mit Kohl. Kohl haben wir keinen mehr. Dann arbeitest du mit Pilzen. Die arbeitet auch mit Kohl. Huch. Wir haben ziemlich viele. Die arbeitet mit Fisch, die arbeitet mit Fleisch. Wir könnten noch eine brauchen, die mit Fleisch arbeitet, denke ich. Ich mache hier mal eine Straße durch. Wobei Essen, ja, müsste eigentlich noch gehen. Trotzdem 20 mehr Leuten. Wir haben 3 Handwerker. Hier ist schon voll. Das ist sehr gut. Den Minen. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Packen wir hier noch 2 rein. Ach, da vorne war das. So, hier sind 2 drin. Und hier können wir noch einen reinpacken. Der kann jetzt endlich anfangen, Bronzebarren zu machen. Ist das noch das, was ich jetzt eigentlich brauche? Bronzebarren? Wenn ich eine Wasserpumpe bauen möchte. Krankenstation, Wachhaus. Nee, das ist... Produktion, Schmelzhütte, Küche, Ressourcen, Wasserpumpen. Dann brauche ich Bronzebarren, richtig. Und ihr macht jetzt Bronzebarren. 13 Stück pro Tag. Okay, da haben wir... Ja, wir haben schon 4 Stück. Dann werden wir jetzt mal so eine Pumpe upgraden als nächstes und gucken mal, was das so bringt, ne? Und da hinten haben wir einen Pilzsammler. Das ist gut. Und hier können wir jetzt einen Eisenerz-Menschen noch reinstecken. Eisenerz, 3 Stück. Auf geht's. Und die restlichen 2 können Holz fällen.
Weil ich glaube, wir haben jetzt einen erhöhten Holzbedarf. So, genau. So, und derweil gucken wir jetzt nochmal in die Forschung. Was macht denn als nächstes Sinn? Stahl und ein Antrieb, das ist wahrscheinlich ein bisschen früh. Die besseren Mahlzeiten wären interessant. So, das wäre wahrscheinlich gut, ne? Regionsverbesserungen, das brauchen wir, damit wir endlich Holz und Zeug aus den anderen Gebieten kriegen. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Dafür brauchen wir 20 Bronzebarren, die haben wir gleich. Ich glaube, die stecke ich da direkt rein. Ich glaube, das lohnt sich. Bier ist so ein Ding, da brauchen wir dann Getreide dafür wahrscheinlich. Das wäre auch machbar. Die, was die allgemeine Werkstatt macht, weiß ich jetzt nicht. Verdiente Rechte. Da gibt es dann eine Krankenstation und Medizin. Das wäre auch sehr wichtig. Da brauchen wir dann die Kräuter für. Hier gibt es eine richtige Küche und einen Friedhof. Und die praxisbezogene Ausbildung, das erhöht die Erfolgschance. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Also ich will jetzt hier unten in die Regionsverbesserungen unbedingt. Da brauchen wir noch 2 Bronzebarren mehr. Die werden wir jetzt kriegen. Das schaffen wir, denke ich. Und dann werden wir mal bei der Kohle gucken, was ist passiert. Ah, Speertrupp 1 hat noch was getan. Er hat Baumstämme, Eisenerz, Fleisch und Wasser gefunden. Wohlstand, yeah. Wo bist du unterwegs? Hier unten, sehr gut. Dann mach dich mal auf den Weg. So. Gut, das bedeutet... Oh, das Ziel für Kohle haben wir auch abgeschlossen. Wir haben die 1200 Kohle. Jetzt muss ich einen Kohlegenerator bauen. Da fehlt mir jetzt aber noch... Der Draht, ne? Ja, 14 Draht fehlen noch. Dafür haben wir jetzt die 22 Bronzebarren. Das heißt, wir erforschen jetzt die Regionsverbesserung. Das wäre wichtig. So, und die nächsten Bronzebarren gehen dann in die Verbesserung einer Pumpe. Da brauchen wir 26. Das kann ich mir eh nicht merken bis zur nächsten Folge, aber das kriegen wir hin. So, und jetzt geben wir den Kohlereaktor in Auftrag. Wo ist er? Ein Kohlegenerator. Schick. Den baue ich mal ein bisschen abseits. Vielleicht nicht direkt ins Wohngebiet. Der macht vielleicht ein bisschen Verschmutzung. Ich baue ihn hier hin, wo die Kohle abgebaut wird. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Zack. Da kommt der Kohlereaktor. Uns fehlen noch 6 Draht. Aber die kriegen wir noch zusammen. Das gucken wir uns jetzt heute noch an. Dann machen wir ein paar Minuten länger. Aber den Kohlereaktor will ich noch sehen. Und ich will wissen, was er Strom kriegt. Jetzt ist ein Bau. 200 Draht reingestopft. Jetzt geht's los. So, die Erneuerung schwindet. Ein kleiner Erfolg. 20 Moral für alle Klassen. So, wir haben aktuell 5 Strom. Das ist nicht viel. Aber, wieso bauen die hier denn nicht? Oder geht der so langsam? Da müssen wir uns doch in der nächsten Folge angucken. Ich meine, ich stehe auf Stufe 2, ne? Hier wird nichts gebaut. Warum nicht? Alles da. 125 Ziegelsteine, 48 Glas, 200 Draht und 85 Eisenbarren. Wir haben alles. Bitte, bitte bauen Sie... Ah, 5%. Oh Gott, das geht ja wirklich ewig. Ah, nee. Okay, das hat nur ein bisschen gedauert, bis es losging mit Bauen. Okay, den gucken wir uns noch an. So, lebensmitteltechnisch sind wir wirklich komplett am Limit. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Da müssen wir doch mal... In den Lagern ist doch noch Platz. Machen wir doch gleich nochmal 1000 Luft. So, da ist die Entwicklung abgeschlossen für die Konserve. Das ist mega gut. Wo kommt denn die jetzt her, die Konserve eigentlich? Da gab es kein Gebäude für, ne? Wo kriege ich die her? Die Konserve? Oder hat man die einfach? Da ist die Konserve. Produktion, konserviert in den versiegelten Behältern oder mache ich das in der Küche? Ah, brauche ich da jetzt erst die bessere Küche? Brauche ich erst das Ding hier? Naja, wir können es... Nee, da brauchen wir erst verdiente Rechte. Oh nein! Da müssen wir erst Medizin machen und da brauchen wir erst nochmal mehr Papier. Okay, das ist dann was für die nächste Folge. Definitiv für die nächste Folge. So, ansonsten... Pilze haben wir jetzt ohne Ende. Aber wir brauchen nicht noch eine weitere Suppenküche aktuell. So, ihr macht weiter fleißig Bronze. Oh, wir haben 30 Bronzebarren. Das heißt, während der Kohlegenerator gebaut wird, werden wir mal noch so eine Pumpe hier upgraden. Hier, da ist so eine einzelne. Gucken wir mal. Ach, jetzt fehlt wieder Draht. Aber nur 2. Die kriegen wir doch auch noch zusammen, oder? Ja,
Dann machen wir hier mal ein Upgrade auf die Pumpe. Dann gucken wir uns noch zwei neue Dinge an. Einmal, oh, die Pumpe braucht bestimmt auch wieder Strom, ne? Bin ich überzeugt davon. Ja, 260. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was der Kohlegenerator ausspuckt, weil das muss jetzt schon ordentlich sein. Oha. Okay. Und vor allem bin ich gespannt, wie viel Kohle der braucht. Wo ist denn die Kohle eigentlich? Habe ich noch gar nicht. Vielleicht kann ich die hier oben mal ersetzen. Oh, Kohle ist gleich am Limit. Das sollten wir im Lager auch mal erhöhen. Das ist nicht das Lager, das ist das Lager. Kohle, 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 Kohle. Hier. Da machen wir doch direkt mal... Ja komm, da gehen wir hoch auf 5000. Wir müssen Kohle lagern. So. Reaktor ist fertig. Perfekt. Das Ding produziert Ressource wählen. Ja, Strom bitte. Okay, da brauchen wir jetzt Leute für. Die habe ich noch nicht. Wo nehme ich denn die jetzt auf die Schnelle mal her? Okay, hier wird Kohle produziert. Warte mal kurz. Wie sieht denn das mit Zinnerz aus? Keine Produkte. Nee, das ist Kupfer. Hilfe. Ich habe kein Zinnerz hier. Ne? Ich schmeiß das mal raus. Fürs Zinnerz. Gucken wir mal. Wir produzieren 28 und verbrauchen 10. Wo ist denn diese Mine? Hier. So. Machen wir mal so. Dann haben wir Leute frei. Jetzt produzieren wir noch 10. So, 2 rein. 4 rein. Jetzt geht's los hier mit Strom. 6000 Strom! Alles klar. Alles klar. Es funktioniert. Wunderbar. Dann gucken wir uns jetzt noch die Pumpe an. Oh ja, sehr schön. Die ist noch im Bau. Mal gucken, wie viel die jetzt produziert. Fertig. 160. Nicht das Doppelte. Eine normale macht 96. Naja gut, aber immerhin 64 mehr. Das ist ganz gut. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die verfügbaren Ressourcen schneller weg sind. Aber ja, das gucken wir uns mal in den nächsten Folgen an, wie sich das so ausgeht. Wir werden noch ein paar Pumpen upgraden. Wir kriegen ja jetzt Bronzebarren. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Häuser upgraden, paar Lagerhäuser upgraden. Das finde ich gut. Und dann für Medizin sorgen. Das ist das nächste. Können wir die Forschung noch starten für Medizin? Oh, da fehlt uns noch Wissen. Erstaunlich. 21.000. Wie viel haben wir? 19.500. Ja, das geht. Und um unsere Speer kümmern wir uns dann auch in der nächsten Folge. Schön! Das heißt, der Kohlegenerator läuft. Jetzt haben wir Strom bis zum Umfallen. Finde ich ziemlich gut. Und wir können ja noch zwei Leute mehr reinstecken. Braucht 45 Kohle. Das ist schon ganz ordentlich. Aber wir produzieren 108 pro Tag. Das ist erstmal, denke ich, vollkommen ausreichend. Das heißt, ich nehme noch zwei raus. Hier zwei rein. Jetzt haben wir Strom ohne Ende. Wunderbar. Großer Erfolg für diese Folge. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.